Go for it. Feiger Sack. Ich was mir inne. So. Kann man die Brettfarbe eigentlich ändern? Ich muss jetzt gleich mal gucken, die Partie vorbei ist. Dieses Holzdesign geht ja gar nicht. Ich komme mit diesem Design ja gar nicht klar. Diesem Holzbrett-Design, es beißt sich mit den Figuren. Das ist das Problem. Das ist das Erste, was ich gleich ändern werde. Dass das Holzbrett-Design muss weg. Auf jeden Fall. Boah, es geht ja gar nicht. Ich irgendwie hier. Die Notation ist hoffentlich nicht so wichtig. Dann zwinge ich mal den Tausch ab hier. Das ist mich wirklich extrem am Irritieren, muss ich ehrlich sagen. It's extrem irritating. Ich mache Dame D5, Dame G2, wenn er den Turm. Na, Dame D5, Dame G2 sicherlich nicht. Ich weiß nicht, warum irritiert mich das so sehr? Ach, jetzt mache ich doch Dame D5. Ich muss das Design weg haben. Wie kann ich das Design wegkriegen? Wie kriege ich das? Ja, geh weg hier. Ich will das Design wegkriegen. Kann ich das nicht? Muss ich damit leben? Das geht gar nicht. Gibt es irgendwelche Optionen hier, die man auf die Schnelle finden kann? Abspielen, Brett drehen, Brettgröße, Spiel, diese Stellung, Einstellung. Das geht überhaupt nicht, das Brett. Aber sowas von null. Wie komme ich denn hier drin weiter hoch? Was ist das denn hier? Das sind verschiedene Brettarten. Ich sehe es aber nicht. Was haben wir denn hier? Ja, es geht schon besser. Es geht ja gar nicht. Veri scusa. Dann nehme ich besser das. Das irritiert mich so hart. Diese Kunst, gefühlten Kunststofffiguren auf diesen. Ich weiß ja auch nicht, was ich sagen soll. Was für eine Art von Holzbrett das gewesen sein soll. Das geht gar nicht. Also ich bin da so ein Typ. Ich kann auch sowas nicht spielen. Wenn dann Holzfiguren. Aber diese extreme Maserung. So, was haben wir denn hier? I hope so it's going better. Wo ist jetzt eigentlich die nächste Partie? Am Anfang hier? Ein neuer Gegner. Das geht hier überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Wann spiele ich denn E5? So, ich hoffe, das geht jetzt. Das ist schon ein bisschen besser. Es ist so ganz so ein Augenbeißer. Meine Güte. So allmählich kann sich meine Optik mal irgendwie eingestellt haben. Mann, was ist denn los hier heute?
Mann, 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 krieg dich doch mal wieder ein mit deiner Optik. Ich mach mal Dame nach C4. Aber auf Springer D5 bringt mir das auch nicht viel. Ich nehme mal den Bauern mit. Ich kann auch die Qualität mitnehmen. Meine Güte, also das wirklich schrecklich bei so einem Spiel. Kann ich mal die Dame nehmen, weil der Läufer hängt. Totally lost. Jetzt kann der Läufer gar nicht weg, weil der Turm dahinter hängt. Ich verdoppel erstmal ganz easy peasy. Ich könnte sogar nach der Turmverdopplung H6 ziehen mit Dame Schach. But not in this position. Hier ist es nicht so gut. Das geht schon besser. Aber ich mag das nicht mit dieser extremen Maserung auf dem Brett. Sie die Damen tauschen, Alter. Lass uns die Damen tauschen. Okay, ich decke erstmal die Grundreihe ab. Das stört mich doch sehr massiv, dass das dauernd droht. Ach, ich biete. Wenn er jetzt den Bauern nimmt, gebe ich das Damenschach. Ach, jetzt steht die Dame ein. Aber scheinbar kann man hier nicht. Ah, gib auf. Ich finde das interessant, dass diese, so kenne ich das sonst gar nicht, dass diese Elo so eine Schwankung macht, so eine Sprünge. Und das heißt, man kann es dann sehr gut schaffen, hochzukommen. Ja, vielleicht ist das besser, als wenn die Elo meinetwegen nur hier ein, zwei Punkte springen würde. So, neue Partie. Ich hoffe nicht, dass ich es mit der Brettgröße so übertrieben habe. Das ist ja ein 32 Zoller. So groß wie mein Modular ist das Brett schon, was ich hier habe. Von der Größe her. Ich habe aber nichts zum Abmessen hier, dass ich messen könnte. Das stört auch so ein bisschen, dass es immer runterscrollt. Springer E2, okay. Droht er denn hier zu nehmen? Was drohe ich denn? Springer D4. Ich schlage hier Dame E7, Springer D5, Turm B8. Puh, sieht aber jetzt schon aus der Diagonale raus. Ich muss ja auch noch mit Läufer nehmen. Das ist ja mein. Ach man, schützt eure Augen zu spät. Was tut dann Turm D, Springer D6? Meine Güte. Da müssen das Ganze drehen hier. Was haben wir denn hier? Ah, verdammt, Maus, Maus. Läufer D6 schlägt. Läufer D4 Schach. Läufer E4 schlägt. Wo kann er denn hin? G6 dorthin, dorthin. Ach, was weiß ich. Irgendwie raus. Wenn ich jetzt Läufer H3 mache, Läufer schlägt, Dame schlägt, Turmtausch schlägt auf D6. Ja, was mache ich darauf? Ich mache das, ich finde nichts anderes. Ich mache den mal. Ich glaube nicht, dass man den Standort der Uhr einstellen kann. Dass ich quasi einstellen kann, dass die Uhr links steht. Weil ich weiß auch nicht warum. Irgendwie
Was will ich machen? Wenn er den Läufer nimmt, fällt die Dame mit Schach. Und Läufer schlägt H3 zu pre-moven. Dame schlägt H3 auf. Läufer schlägt H3 ist wohl das Dämlichste, was ich machen kann. Ich könnte das Springerschach geben und dann Turm schlägt, aber was habe ich davon? Ich mache das mal. Tja, mir fällt hier nichts ein. Wieso fällt mir nichts ein? Peinlich an der Sache ist, mir fällt wirklich nichts ein. Meine Güte, vielleicht Läufer D5 und dann Läufer nach C6. Ich kann aber dummerweise eh nicht nach H3 ziehen. Damentausch kann ich wohl nicht entgehen. Höchstens. So. Ach, Motherfuck. Wenn er doch die Damen tauschen will, was macht ihr jetzt? Ich muss wegnehmen. Dann muss ich noch B6 spielen, wenn er. Dann kann ich aber nicht D5 spielen. Springer E4, mach mal D5. Ein Schach, Schach gesehen, Schach gegeben. Schach gesehen, Schach gegeben. Dann Schach, er hat noch ein Schach. Verdammt, ich muss bedenken, er sieht jedes Schach. Der hat nicht umsonst diese beiden Schachs gegeben, weil er sieht jedes Schach. Ich glaube, das war ja auch nicht der Beste von mir. Ich kann nur einen Zug pre-moven. Ich kann keine Kette machen. Hier bin ich sogar noch. Ich kenne das so, dass man ganze Ketten machen kann. Was ist ja was? So schnell bin ich nicht. Ich kenne das so, wenn man meinetwegen mehrere Züge hat, dann hängt man Pfeile aneinander. So kenne ich das vom Schachdieh. Das heißt, alle Züge, die danach kommen, die werden tek, 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 tek nacheinander durchgeführt. Das geht ja anscheinend nicht. Ja gut, am echten Brett kann man auch keine Pre-Moves machen. Mal gespannt, ob ich mal dauerhaft die 1700 überhole. Zumindest, das Brett ist zumindest besser. Das ist ja wirklich blöd, dass das ständig dann neu justiert werden muss. Sagt er denn? 1653. So. Ach, Attacke.
Schach hat er ja nicht. Hat er aufgegeben. Suchen wir verzweifelt nach dem Matt, gibt er schon auf. Ich habe keins gesehen, lass mich ja was trinken. Geht das nicht nur für Premium-Mitglieder? Haben wir noch eine. Und wieder runter scrollen. Liberator. Weiter runter scrollen. Armen Kocharyön gegen Liberator. Das habe ich mal in einem Blitzturnier gehabt. So was ich. Nehme den Bauern einfach mal ganz schmerzfrei. Das ist, glaube ich, keine gute Idee. Ich spiele mal lieber den. Ach, Mann. Ich kann der Springer D4 und den nicht zugleich verhindern. Meine Güte. Die Verdauung setzt auch schon ein. Wir gratulieren Ihnen, Ihre Verdauung fängt auch jetzt an. Anführungszeichen jetzt. Boah, ich hasse das, wenn ich vor gefühlt einer halben Stunde was gegessen habe, dann fängt irgendwann einmal die Verdauung an. Mann, ist das störend. Ich nehme den lieber raus hier. Mann, Mann, irgendwann einmal fängt es dann an mit der Verdauung. Ja, man könnte ja auch einen Verdauungsspaziergang machen. Kriegt jetzt das Schachgebot da. Verdau doch mal ein bisschen schneller. Tu mir doch mal einen Gefallen. Verdau mal ein bisschen quicker. Den lieber so, ich möchte mit dem König nach B2. Boah, fängt das Genuschel wieder an? Nuschel, 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 Nuschel. Ich möchte lieber so decken. Oh, verdammt, jetzt erst fängt meine Verdauung geht's an und jetzt geht's eigentlich geistig abwärts. Also die Verdauung hat wirklich angefangen. Es sah nicht so aus, es ist so. Das geht ja noch nicht mal. Mann. Vielleicht hilft es ja ein bisschen durch die Wampe klopfen, um seine Verdauung mal auf Vordermann zu bringen. Oh, gib, mach doch. Gib mir die Qualität. Oh, ich kann sogar noch den Turm tauschen. Wird zwangsgetauscht, ganz klar. Meine Güte. Geht doch nichts über eine gute Verdauung. Ich hab's doch.
Meine Güte, endlich. Meine Güte. So, das war's wieder für das heutige Video. Man soll es in Maßen genießen. Ich finde, das geht so besser als am Anfang. Ich bin, wenn das also eine ganz grobe, extrem grobe, man hat doch nicht so eine Furchen im Brett, dass das so eine Maserung ist. Dann kann ich mit dem schon besser leben, muss ich ehrlich sagen. Die Figuren finde ich schon ganz okay. Ich muss da nicht so eine Premium-Figuren haben. Ich will einfach nur damit spielen können. Tschüss, bis zum nächsten Mal.